Herzlich willkommen zu einer Fortsetzung einer Sequenz Binomialtest. Ich habe da im ersten Teil versucht, eine Methode vorzustellen, wie man zum Beispiel beurteilt, wenn man zum Beispiel beurteilen möchte, ob eine Münze fair ist, also etwa in der Hälfte aller Fälle Kopf anzeigt. Und die Idee, die da vorgestellt wurde, ist einfach, dass man sagt, ich werfe die Münze eine bestimmte Anzahl Mal, zum Beispiel 100 Mal, und wenn ich so in etwa 50 Mal Kopf sehe, dann akzeptiere ich das, oder dann werte ich das als Ergebnis, dass die Münze eben fair ist. Und die Frage war dann, weil der Versuch unterliegt der Schwankungen, oder kann vielleicht auch mal nur 45 Mal Kopf kommen, obwohl die Chance 50-50 ist. Ab welcher Schwankung werde ich da skeptisch? Und wir haben da dann gesagt, wenn wir vermuten zum Beispiel, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass Kopf kommt als 0,5, dann akzeptieren wir einfach die Nullhypothese 0,5 so lange, wie wir uns da in einem Bereich von 95% aller möglichen Versuchsergebnisse bewegen. Und wenn dann ein Ergebnis auftritt, das sehr unwahrscheinlich ist, also in 5% oder weniger als 5% der Fälle eintritt, dann verwerfen wir diese Hypothese 0,5. Und wir haben das dann ausgerechnet, also man hatte dort eine Wahrscheinlichkeit von 4,4%. Dass ich ein Ergebnis erhalte in diesem Bereich, falls die Münze fair ist, und hier, wenn wir in diesem Bereich landen, verwerfen wir die Hypothese 0,5, wobei wir eben einen Fehler riskieren, also fälschlicherweise verwerfen, aber dieser Fehler ist mit 4,4% relativ klein. Jetzt dieser Fehler, das nennt sich Fehler erster Art oder Irrtumswahrscheinlichkeit, auch etwa Fehler erster Art. So, mit dem Gesagten, jetzt kann es ja wirklich sein, dass die Münze, ich weiß nicht, mit 0,7, nehmen wir 0,8, mit 0,8 Kopf zeigt, also deutlich mehr. Also dann sieht die Kurve etwa so aus. Die hätte dann einen Peak bei 0,8. Jetzt geht's mal, dann also wir 0,8. Jetzt kann man auch noch beurteilen, wenn ich jetzt dieses Setting habe, hier wie im ersten Video, also gehe von der 0,5 aus, aber tatsächlich wäre die Münze gezinkt, nämlich dass zum Beispiel mit 0,8, also mit 80% Kopf kommt, kann man sich die Frage stellen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nicht merke? Ja. Und das nennt sich dann Fehler zweiter Art. Also, was uns jetzt interessiert ist, wenn wir den Versuch durchführen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit einer gezinkten Münze, dass ich trotzdem im Bereich lande, wo ich die Hypothese 50-50 Münze, also faire Münze, dass ich die unterstütze. Ja, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht merke, dass die Münze gezinkt ist. Das heißt, ich interessiere mich für die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einem Erfolgswahrscheinlichkeit von 0,8 pro Versuch, dass ich da mit meinem Testergebnis zwischen 0 und 58 Mal nur Kopf sehe, obwohl die Wahrscheinlichkeit größer wäre. Also das heißt, ich behalte dann eben die 0,5 Hypothese und merke nicht, dass ich sie verwerfen sollte. Das kann man einfach ausrechnen, da vielleicht machen wir das zuerst. So, jetzt haben wir Wahrscheinlichkeit von 0,8 und bis und mit 58, von 0 bis 58 zählen wir alle Wahrscheinlichkeiten zusammen. Dann haben wir gerade diese Wahrscheinlichkeit, die wir haben möchten.
Denn jetzt machen wir das vielleicht noch so, dass wir 59 wählen, dann können wir 58 direkt ablesen. Gut, also das ist sehr, sehr, sehr klein. Sie sind im Bereich 10 hoch minus 7. Ja, also ist praktisch sehr unwahrscheinlich, dass ich mit so einer gezinkten Münze fälschlicherweise die Nullhypothese behalte. Also man spricht hier vom Fehler zweiter Art. Die eben sagt, ich behalte fälschlicherweise die Nullhypothese, obwohl die Alternative richtig wäre, also zum Beispiel eben mit 0,8, also das war praktisch 0, wie bei uns. Gut, also diese Gefahr ist nicht wirklich gegeben. Man könnte vielleicht noch schauen, wie schaut es aus, wenn die Münze etwas in Anführungszeichen weniger gezinkt ist. Also wenn ich die jetzt nur, sagen wir, nur ein bisschen mehr Kopf anzeigen würde, mit 3 Fünftel zu 2 Fünftel. Ja, und dann sieht man jetzt hier, sieht man schon, ne, dann würde dieser Fehler größer, also dann x kleiner 59, hätte ich eine Wahrscheinlichkeit von, ja, sagen wir, gerundet 38%. Also es würde bedeuten, mit einer Münze, die Wahrscheinlichkeit Kopf 0,6 hat, also ein bisschen gezinkt ist, da würde ich in 38% der Fälle fälschlicherweise die 0,5-Hypothese stützen, obwohl die Münze gefälscht ist mit 0,6. Voilà, das noch die Ergänzung zum Binomialtest mit dieser Irrtumswahrscheinlichkeit, Fehler erster Art. Noch einmal Fehler erster Art. Ich verwerfe die Nullhypothese, obwohl sie richtig wäre. Und Fehler zweiter Art hier, ich behalte die Nullhypothese, obwohl die Alternative oder eine Alternative richtig wäre. Besten Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal.